Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade aufgewacht und wir haben es jetzt gerade, glaube ich, 11 Uhr oder so. Und heute steht ein richtig geiler Tag an. Und zwar, ich gehe heute das allererste Mal in meinem ganzen Leben auf ein Konzert. Und nicht nur auf ein Konzert, sondern auf ein Billie Eilish-Konzert. Oh mein Gott. Ich finde das halt so geil, weil ich feiere Billie Eilish richtig. Genau, das Ganze wird in Köln sein. Heißt, wir müssen dann gleich nochmal 2 Stunden hinfahren. Genau, ich werde dich auf jeden Fall mitnehmen und das wird auf jeden Fall richtig geil. Ich war gestern übrigens bei Tellywell. Ich will euch jetzt unbedingt zeigen, was ich mir geholt habe. Oh mein Gott, ich habe mir halt so eine coole pinke College-Jacke geholt. Gönnt euch mal diese geile College-Jacke. Wie cool sieht die denn bitte aus? Und vor allem noch pink. Dann noch dieses cute Oberteil. Das habe ich auch in Orange. Und eine richtig fancy Sonnenbrille. Keine Ahnung, warum ich mir die gekauft habe, aber irgendwie fand ich die cool. Das alles gerade bei Tellywell. Okay, Leute, das hier ist mein Konzert-Outfit. Schön süß pink und dazu noch die Jacke von Tellywell. Ich würde sagen, jetzt geht's aufs Billie Eilish-Konzert. Ja! Toll, ne? Man hat den Tisch gesehen. Achte diesen Tisch nicht? Ich freue mich so. Was lachst du mich aus? Ich hab dich ausgelacht, ich fand den cool. Ich auch. Ciao. Tschüss. So Leute, wir sind jetzt unterwegs und wir brauchen noch 45 Minuten, ne? Dann sind wir da. Freust du dich? Ja. Ja. Wir haben gerade geübt, wie man schreit, wenn Billie Eilish rauskommt. Ja, keine Ahnung. So. Und Lappe. So. Jetzt du. Vor allem das Krasse ist, wir haben ja Sitzplätze. Wir haben ja keine Stehplätze. Also es wird sich für mich gar nicht lohnen, weil ich gar nicht sehen könnte. Und die stellen sich einfach schon seit gestern Abend da an, damit die ganz vorne sein können. Ja, aber wir müssen es nicht machen, weil wir Sitzplätze haben. Aber wir haben auch coole Plätze, weil die sind sehr nah an der Bühne dran. Und die habe ich ausgesucht. Ne? Ja. Cool. Super cool. Super cool. Okay, und jetzt alle! You call me again, drunk in your bed. I don't relate to you. I don't relate to you, no. Cause I never treated it shitty. Yeah, duh. Leute sind da. Wir sind auf jeden Fall jetzt da. Wir sind hier vor der Lanxess Arena. Ich habe noch nie so eine lange Schlange gesehen. Ach du Scheiße. Hey, die Schlange hört nicht auf. Sie hört nicht auf. Da hinten geht's noch weiter. Wir stehen locker 2 Stunden an. Ich hab so Bock. Hast du wirklich? 2 Stunden anzustehen? Ja. Hallo, ist doch egal. Es lohnt sich. Ja, Freunde. Ich muss fahren. So, ich habe jetzt gerade jemanden von dort gefragt, ob ich die Kamera mitnehmen darf. Nein, ich darf sie nicht mitnehmen. Ich dachte, ich komme irgendwie noch damit durch, aber nee. Und jetzt bringen wir die zurück. Und dann muss ich mit Handy filmen. So, wir sind jetzt drinnen. Ich sag hallo. Und ich war jetzt gerade auf Toilette und wir müssen zu 216. Yay. Wir mussten uns nicht mal anstellen. Alter. Wir sind jetzt drin, ne? Jetzt müssen wir erstmal 3 Stunden warten, weil es ist jetzt 6 Uhr und das Konzert fängt um 9 Uhr an. Ich glaube, nächstes Mal hole ich mir so Stehplätze, weil guck mal, wie geil ist es da bitte zu stehen an diesem Ding. Hi everyone, it's Billie here and I am just popping in to remind you all to please keep your masks on. Das war gerade Billies Stimme. Leute, ich habe mir gerade random Merchandise geholt. War zwar voll teuer, aber lohnt sich. Cool, oder? Sagt, das ist cool. Ja? Das war jetzt gerade die Vorband. Jetzt warten wir auf Benny eine. Freust du dich? Wirklich? Ich freue mich auch. Thank you.
she's got to get to class. Das Konzert ist vorbei. Wir gehen jetzt gerade alle. Ja, es war richtig cool. Ich bin echt kaputt und wir müssen ja jetzt erstmal nochmal 3 Stunden Auto fahren. Aber Leute, ich kann es euch nur empfehlen, auf ein Konzert zu gehen. Das war jetzt auch für mich das erste Mal und ja. Hab kurz geheult, ey, ohne Scheiß. Hallo? Hm? Und wie war's? Toll. Hast du ein cooles Wochenende gehabt? Ja. Hello, hello, meine lieben Freunde. Es ist schon der nächste Tag. Ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil wir erst um 3 Uhr nachts zu Hause waren. Weil wir sind von Köln aus direkt nach Karlsruhe gefahren. Ja, und ich war gestern so tot, dass ich aber nicht mal mitgefilmt habe. Das Konzert war mega. Es war einfach nur Abriss. Es war so geil. Und ich habe auch wirklich geheult, Leute. Es war so ein schönes Konzert. Und es war auch so spontan, weil ich habe die Tickets 1 Monat vorher geholt. Eigentlich wollte ich nicht zu diesem Konzert gehen, weil ich dachte mir so, okay, ist ja schon teuer. 2 Tickets haben 830 Euro gekostet. Ich weiß, einfach nur verrückt, aber es hat sich wirklich gelohnt und ich glaube, ich würde nochmal auf ein Billie Eilish Konzert gehen. Es war so schön und die Vorband war auch schon mega geil und ich dachte so, boah, allein die Vorband ist so geil und dann kann man Billie Eilish. Ich dachte mir so, what? Also wenn ihr euch überlegt, auf ein Konzert zu gehen, also jetzt egal von wem, geht hin, die Atmosphäre. Der Vibe ist einfach nur so geil. Ja, ich vermisse es einfach jetzt schon und ich freue mich schon auf das nächste Konzert. Genau, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder dieses Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und natürlich ein Abo nicht vergessen. Ich würde sagen, ciao ihr und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.